Es ist an der Zeit. Wir müssen ihn finden. Wo immer er auch ist. Wer auch immer ihn gefangen hält. Ihn zu Dingen zwingt, die er nie wollte. Und seid damit willkommen zurück bei Fallout 4. Oh, ist das schön, ist das schön. Das leuchtende Meer erwartet uns. Und was erwartet uns hier? Ah, scheinbar nichts. So. Boah, was? Ich muss da hin. Boah, Alter, was ist das denn? Warte mal. Nein. Ich wollte mal ganz kurz vorher, damit wir das mal ausprobieren, ne? So. Ach, natürlich können keine Minutemen zur Hilfe kommen. Wahrscheinlich sind die alle zu weit weg. Was zur Hölle ist das? Boah, was? Boah. Okay. Guten Morgen. Boah, Alter, die stecken ein. Okay. Wir haben es hier offenbar mit ein paar Profis zu tun, wie mir scheint. Aber was zur Hölle ist das da hinten? Boah, was? Alter! Bleib mal locker! Ich habe das Gefühl, die sind auf unserer Seite. Ich weiß aber nicht, wieso. Oder? Sind sie? Nein, sind sie nicht. Können ihn irgendwie nicht looten. Ich habe keine Ahnung warum. Hallo? Oh. Was bist du, Kind des Atoms? Oh, Alter, was? Okay, alles klar. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Moin! Wobei, da lohnt sich's nicht, aber da lohnt sich's. Was du kannst, kann ich schon lang. So. Wenn ihr schon Kinder des Atoms sein wollt. Eine Gamma-Kanone. Ach, was. Ach, was. Das ist ja mal interessant. Die werden wir uns gleich genauer ansehen. Ich glaube, wir sind jetzt erstmal safe. Versteckt. Was? Ah, hier. Im Kühlschrank Munition, natürlich. Ich weiß nicht, warum dieses Auto so leuchtet. Aber ich würde mal darauf vermuten, dass es eine Neonbeleuchtung hat. Eine Unterbodenbeleuchtung. Hier liegen überall Gamma-Dingens rum. Gamma-Kanonen. Ich nehme die mal mit. Kann er nicht schaden. Gamma-Patrone. Right away. Knusprige Eichhörnchenbissen. Cram. Insta-Püree. Fleisch und Bohnen. Munition. Hier haben wir noch irgendwie so ein Impro-Dingens-Wummens. Brauchen wir nicht. Plasma-Kartusche. Ein Schirmständer. Okay, ich glaube, wir haben alles. Alter Finne, ey. Wir treffen auch immer wieder irgendwelche neuen Leute, ne? Pass mal auf. Gamma-Kanonen. Wir haben 92 Schuss. Ich habe keine Ahnung, was das Ding macht. Aber offenbar Strahlen. So wie es scheint.
Wir probieren das mal ein bisschen aus. Ne? Wir müssen jetzt da hinten hin. Wir müssen eh zum strahlenden Meer. Da sind wir ja schon in der richtigen Richtung. Ich hau mir nochmal ein Radaway rein. Und ich hau mir nochmal ein Stimpack rein. Ich glaube, wir können sogar noch ein Stimpack genehmigen. Wobei, ja, 85 haben wir jetzt knapp. Hier los, hier strahlt es leicht. Doch, wir müssen da hinten hin, wo es so abstrahlt, glaube ich. Ich glaube, da ist auch das leuchtende Meer. Boah, hier muss irgendwo eine Bombe runtergegangen sein. Scheiße sieht das hier aus, ey. Boah. Alter. Hier ist echt alles tot. Hier ist ja gar keine Lebensfreude mehr. Das sieht aus wie Öl. Sieht ein bisschen aus wie bei Fallout New Vegas hier gerade. Also wenn hier noch irgendwas lebt, ne? Ich speichere aber mal ganz kurz. Vor allem, weil das da so ableuchtet. Aber du kamst, ist nur ein Pilz. Ich glaube, es ist tatsächlich gar nichts. Aber es hat hier eine grundlegende Strahlung, ne? Und es wird nicht unbedingt besser. Hinten war irgendwo ein Gebäude, aber ich... Ah ja. Ach du Scheiße, hier flattert alles. Super getroffen bis jetzt. Hä? Wie macht das gar nichts? Ich nehme lieber was anderes. Lad mal ganz schnell nach. So. Damit habe ich mehr Übung. Boah, was? Scheiße, wir brauchen was anderes. Was nehmen wir denn? Eine Molotow-Cocktail wäre ganz lustig eigentlich. Wenn wir damit treffen. Schrotflinte wäre eigentlich praktisch, glaube ich. Und das Ding. Das war der Trick. Der Trick, ja. Der Plan. Boah, Alter, die machen abnormal Damage. Scheiße. In Zukunft gehe ich den Biestern aus dem Weg. Okay, einen haben wir erwischt. Oh. Wir haben 3 EP für das Viech bekommen. Boah, was? Oh! Scheiße, Redkopf-Skorpion. Boah. Ja, ihr auch noch, natürlich. Hab ja sonst nichts zu tun. Oh, das war irgendwie die falsche. Ich hau hier gerade so ein bisschen Dingens weg. Oh, warte mal, hier. Ah, scheiße, es geht nicht mit Energiewaffen. Wo ist eigentlich der Red Skorpion hin? Hier, für euch. Scheiße. Lauf doch! Okay, ich glaube, das bringt nichts, die Minen auszuwerfen hier. Boah, Alter, da kommen noch irgendwelche Viecher. Schwarze Blähfliegen. Oh, nimm mit. Scheiße. Okay, warte mal ganz kurz. Wir müssen uns mal irgendwas genehmigen gerade. Wir haben noch einiges an aufbereitetem Wasser dabei. Das hauen wir uns gerade mal rein. Alter, was ist da los bei denen? Ich weiß gar nicht, was wir dafür nehmen sollen. Vielleicht doch die hier. Wenn ich da nämlich auf den Boden schieße, dann kriegen die wenigstens die Explosion ab. Das klappt, glaube ich, ganz gut. Oh. Alter, ey. Oh, nee. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte gerade, ich habe noch einen gehört. Erstmal looten. Weil der Red Skorpion hier. Ach, natürlich. Als ob das hier nicht schon genug wäre. Ich weiß nicht, ob es schon nicht noch ein bisschen zu früh ist, hier schon hinzugehen. An einem Ort, wo eigentlich nichts mehr wirklich lebt, außer irgendwelchen Viechern. Ich habe so das Gefühl, hier ist die... Das ist der legendär. Der ist gerade so auffällig verschwunden. Und da kommt man irgendwie rein. Wo ist er? Ich habe ihn gehört. So viel Muni haben wir übrigens nicht mehr. Wo ist er? Da.
Ich glaube, wir können hier reingehen. Ja, können wir. Red Rocket. Ich gehe da jetzt mal rein. Ich will wissen, was da drin ist, hier in diesem verkackten Land. Ey, hier gibt's ja noch Dinge. Total safe. Oh, wo wir gerade von safe reden. Ah, nein. Da tut sich was. Hier hatte ich eben was. Ziemlich genau in der Mitte. Hey, jetzt nicht mehr. Hä? Okay, ich glaube, ich bin auf der falschen Fährte gerade. Hier. Ah. Cool. Wenn es sich denn auch mal anständig lohnen würde. Wenn man hier schon Meister rein investiert. Ach, gerade ich habe was gehört. So, mal das hier sein soll. Ich glaube, da hat jemand vergessen, die Spülung auszumachen hier. Klebeband. Terminal-Grafikkarte. Werde ich gleich mal bei mir einen Rechner einbauen und installiere ich die HD-Textur nochmal. Lustig, dass hier keine Skelette mehr rumliegen. Na gut, die sind wahrscheinlich komplett verbrannt. Die Menschen, die es hier mal gab. Aber diese Zigarre natürlich nicht. Diese Zigarre hat überlebt. Egal, wie heiß es hier mal war. Ah. Okay. Reddix. Wie viel können wir eigentlich noch mitnehmen? Ich weiß es gerade gar nicht. Nicht so viel. Wir sollten langsam ein wenig sparsam werden. Okay, naja gut, war ein lustiger Loot hier unten. So. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Eine Sekunde bitte. Einen Moment. Sekündchen, ich bin sofort da. So, okay. Musste nur mal ganz schnell was gucken. Jetzt können wir weitermachen. Ich entschuldige mich für die kleine Unterbrechung. Was haben wir denn da? Was ist das? Hat ich jetzt irgendwas getriggert oder... Ich glaube, es ist einfach nur da. Boah, das sieht schon so brutal hier aus, ne? Huch. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer vom Commonwealth. Im Gesamten. Ich will hier hoch. Ich komme hier nicht hoch, schade. Sieht alles nochmal viel schlimmer aus hier. Zum Glück haben wir so viele Fusionskerne. Können wir hier auch ein bisschen rumhampeln. Wir müssen nicht schnurstracks unser Ziel anpeilen, um ja keine Sekunde zu verlieren. Da ist noch ein Haus. Also wenn hier Menschen leben, ne? Ich will die nicht treffen. Will ich nicht. Absolut nicht. Ist, boah. Ja. Vor irgendwas mit 200 Jahren spielten hier noch Kinder. Heute spielen hier nur noch irgendwelche anderen komischen fliegenden Viecher. Was wächst denn da? Ascheblüte. So, mal ein paar seltene Sachen sammeln, da bin ich immer dafür. Ich hole mir nochmal ganz kurz Dingens rein. Aufbereitetes Wasser ist nie verkehrt. Oh, scheiße. Da war irgendwas Größeres. Oder? Ah, nee, das ist ein Skorpion, der sich anscheinend mit anderen fetzt. Warte mal, ich hau mal rein. So, dann haben wir nämlich gleich mehrere mit einem Streich hier gerade gekriegt. Da ist, glaube ich, noch einer. Ja. So, den haben wir. Der war eigentlich nur mal schwerer. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Irgendwo da.
Wow. Immer noch Gefahr? Nein, okay. Was haben wir da? Leuchtende Radkakerlake. Dass sie hier noch überleben. Na gut, Kakerlaken gelten ja als sehr... Oh, legendäre Red-Kakerlake. Anstacheln, kalibriert und mächtig. Verursacht doppelten Schaden und das zielvolle Gesundheit. Ich glaube, die haben wir schon mal gefunden. Ich nehme die aber trotzdem mal mit. Hier hat auch ein größeres Dingens. Das gefällt mir sehr gut. Kakerlaken gelten ja allgemein als sehr robust. So, ich glaube, das war's. Und ich glaube, in diesem Haus werden wir auch nicht mehr allzu viel finden. Natürlich. Komplett unversehrt ein Emergency Pharmaceutical Kit. Komplett unversehrt. Ist ja nicht so, als ob hier direkt nebenan eine Atombombe hochgegangen ist. Radix natürlich. Selbstverständlich. Das Haus existiert eigentlich gar nicht mehr. Aber exakt dieses Pack hat es natürlich überlebt. Ist ja klar. Und unsere Rüstung ist, glaube ich, schon ein bisschen runter. Das sieht man an den Armen. Wir sind unbedingt nochmal da schauen, dass wir unsere Rüstung noch ein wenig mehr ausbauen können. Ich weiß gar nicht, was wir dafür brauchten. Schmied oder so? Da ist auch schon wieder irgendwas. Ich gehe jetzt mal daran vorbei. Ausnahmsweise. Ich speichere nochmal. Irgendwie will ich da schon rein, aber das ist was Größeres und ich möchte jetzt endlich dahin. Zu unserem eigentlichen Ziel, damit wir erfahren, wer diese Person ist und wie zum Henker die hier überleben kann. Also entweder hat er eine Powerrüstung oder er ist kein Mensch. Ach du Scheiße. Ganz schlechte Idee. Alter, hier ist ein Friedhof ohne Gleichen. Ja, kommt mal her, kommt mal her. Ich hab da was für euch. Kommt mal her. Alle auf einen Haufen, bitte. Alle auf einen Haufen. Hört mir zu. Hört mir noch einmal in eurem Leben zu. Alle auf einen Haufen. Schön in Reihe und Glied. So, für dich eine Sonderladung. Hier, pass auf. So. Das war mein Ziel. Natürlich hat er eine Aluminiumdose dabei. Eine Plastikgabel, Kronkorken, silberne Taschenuhr. Kronkorken, Maulwurst, Rattenzähne. Ah, Klammer. Dass sie hier teilweise Malpinsel dabei haben. Alter, wir müssen jetzt ernsthaft durch diese Felder hier. Wir werden hier krepieren, ey. Ich glaube, hier könnte ein Einschlagkrater irgendwo sein. Weil das hier so extrem verseucht alles ist. Ich weiß es aber nicht sicher. Keine Ahnung. Das leuchtende Meer kann übrigens nicht mehr weit sein. Brennt das hier eigentlich? Nicht wirklich. Komisch. Kommen wir hier nicht weiter? Doch. Wir müssen ja hier irgendwo weiter, weil unser Ziel ist relativ nah dran. Das sieht man unten auf dem Marker. Irgendwas ist hier voll komisch gerade. Wo sind wir? Ich habe das Gefühl, unser Ziel ist dort unten. Ich hau mir nochmal ein Redaway rein. Nee, warte mal. Bevor wir hier uns ein Redaway reinhauen, wir hatten doch da was. R20, scheiße, wo waren das? Und was war das? Red, nee. Red, nee, die will ich gerade nicht verballern. Energie widerstehen, Red 13. Mutantenhundekeulen waren das, genau. Red minus 50. Und die geben auch gleichzeitig Gesundheit. Scheiße, wo ist es da? Das ist eigentlich super. Krater des Atoms. Alles klar. Hier hat es also reingedonnert. Und hier lebt jemand scheinbar. Boah, Alter, die Strahlung muss so abnormal sein. Da ist irgendwas. Ich weiß aber nicht genau, was. Ah, da steht einer. Nee, das ist eine Puppe, glaube ich. Ich gehe später hin. Da liegt ein Skelett rum. Direkt beim Krater. Hallo? Es würde gestohlen sein, wenn wir hier was mitnehmen.
Das ist so eine stinknormale Hütte hier, glaube ich, wie wir sie auch bauen könnten. Wäre aber alles gestohlen. Das heißt, das gehört offensichtlich nicht irgendwelchen Raider-Gruppen hier. Ach nee, das sind tatsächlich Menschen. Bleib stehen, Fremder. Du näherst dich Atoms geheiligtem Boden. Alter, was ist mit dir los? Grund? Rede, oder du wirst in seinem Antlitz gespalten. Was? Heiliger Boden? Ein echtes Loch? Brauche Hilfe? Falsch abgebogen? Ihr lebt hier? Das ist ja das letzte Drecksloch. Du gehörst nicht zu Atoms Auserwählten. Spar dir dein Urteil für jene, die etwas darauf geben, was Sterbliche denken. Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich muss mir unbedingt die Mod installieren, dass man sieht, was man sagt. Weil ich dachte, er sagt jetzt, ist das ein echter Atomkrater? Weil da stand echtes Loch. Und nicht voll das Drecksloch. Boah. Virgil, du bist verrückt. Keine Angst. Dieser Ort. Wo bin ich hier? Hier sprechen wir zu Atom selbst. Ich bin überrascht, dass du lange genug überlebt hast, um ihn zu erreichen. Ich will euch nicht schaden. Ehrlich. Nur wenige nehmen die Strapazen auf, sich so weit zu reisen. Nun gut, du darfst vorerst bleiben. Aber wir behalten dich im Auge und Gewalt werden wir nicht tolerieren. Habe ich auch nicht vor, Mutter Isolde. Boah, die sind ja alle voll durch hier. Die ehren also diesen Krater und irgendwie Atome. Die Welt wird Atoms Größe erkennen. Atom, okay, scheint ein Gott zu sein. Moin. Hallo. Niemand wird der großen Spaltung entgehen. Aha, okay. Die Moin. Welt wird Atoms Ruhm erneut erkennen. Ich glaube, du wirst recht haben. Da pennt noch einer, deswegen dürfen wir uns hier auch nicht bedienen. Und dann lassen wir das auch mal. Wir müssen aber anscheinbar mit ihr noch... Wir müssen scheinbar noch mit ihr reden. Hast du einen Moment Zeit für mich? Was kann ich für dich tun, Kind? Kind... Strahlung? Wie habt ihr trotz der Strahlung hier überlebt? Das ist Atoms einzigartiges Geschenk an uns. Die wahren Gläubigen. Er hat uns zu diesem Ort geführt. Einem Ort, der uns nicht schaden kann, damit wir ihn hier huldigen. Damit wir sein Wort hinaus in die Welt tragen. Das ist unsere Berufung. Atoms Worte in eine Welt zu tragen, die diese Worte nicht hören will. Wir müssen allen Atoms Macht vor Augen führen. Okay, ich habe euch zwar sonst noch nirgendwo gesehen, aber passt schon. Ich muss mit dir reden. Was kann ich für dich tun, Kind? Hilfe, Virgil. Ich frage erstmal nach Virgil. Ich suche nach jemandem namens Virgil. Hast du ihn gesehen? Ja, ich kenne ihn. Und was willst du von ihm? Brauche Informationen, Institut. Meine Angelegenheit. Ich brauche nur ein paar Informationen von ihm. Er hat Zuflucht bei Atom gesucht. Ich möchte erst mehr darüber wissen, was du von ihm willst, bevor ich dir sage, wo er ist. Und was willst du von ihm? Ich brauche seine Hilfe, um ins Institut zu kommen. Ich habe von diesem Institut gehört. Sie verstecken sich, wollen Atoms Macht entgehen. Ein aussichtsloses Unterfangen. Um ehrlich zu sein, gab es um diesen Virgil bereits Diskussionen. Einige glauben, dass seine Anwesenheit ein Affront gegenüber Atom ist. Er kam zwar einige Male zum Handeln zu uns, aber wir haben sonst kaum Kontakt zu ihm gehabt. Es ist offensichtlich, dass er seine Ruhe möchte. Du findest ihn südwestlich des Kraters in einer Höhle. Du solltest dich vorsichtig nähern. Ich glaube nicht, dass er über Besucher sonderlich erfreut sein wird. Wir haben die Informationen, die wir brauchen. Jetzt geht's noch weiter rund, wenn ich hier an der Map grenze. Weil hier ist doch Dingens und so. Ist das nicht eigentlich die Grenze? Nur mal so nebenbei gefragt. Aber okay, ich lasse mir da mal nicht reinreden. Und wir folgen einfach mal unseren Anweisungen. Wo kommen wir denn hier eigentlich noch hin? Achso, hier sind wir oben und hier wird auch gepennt. Wir dürfen nichts mitnehmen. Ich habe nicht mal eine Ahnung, ob wir hier irgendwie langkommen. Aber es macht so ein bisschen den Eindruck. Na mal schauen, wenn jetzt gleich kommt irgendwie, du kannst nicht in diese Richtung gehen, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Oder dann google ich mal.
Weil unser Mapmarker zeigt auf ein Gebiet, wo ich eigentlich dachte, hinter diesen Strichelinien ist doch eigentlich Sense, oder nicht? Lass mich nochmal auf die Map schauen. Nee, wir sind schon lange drüber. Hm? Ist das vielleicht ein Ausnahmefall? Boah, ey, man sieht ja echt nichts, ne? Licht anmachen bringt auch nichts. Da bräuchtest du eine Radschlussleuchte für. So, sieht uns hier irgendjemand? Nö. Allzu weit müssen wir ja Gott sei Dank nicht. Boah. Alter. Schönes Wetter hier übrigens. Hier mache ich sonst auch immer Urlaub. Da brauchst du dich nur hinlegen und wirst gleich von allen Seiten angestrahlt. Ist wie im Süden. Nur mit dem Vorteil, dass die Strahlung gleich durchdringt. Du musst dich dann nicht drehen und wenden wie so ein Pfannkuchen. Du kannst einfach starr liegen bleiben und wirst automatisch geröstet. Das ist ganz einfach und sehr bequem. Darfst du nicht zu lange drin rumliegen, weil sonst kann es sein, dass dein Hirn durchgekocht wird. Das ist dann ein sogenannter atomarer Sonnenstich. Na, da kenne ich mich aus. Okay, da kommt gleich eine Höhle oder sowas. Höhle oder Gebirge, ich weiß es noch nicht. Müssen wir da runter oder müssen wir drüber? Ich glaube, wir müssen runter. Hab ich gerade gespeichert? Ich weiß nicht. Ich speichere nochmal. Häufiges Speichern ist sinnvoll. Boah, hier sieht es ja gut aus. Oh, scheiße. Nie im fucking Leben. Scheiße. Wie sollen wir denn gegen den jetzt ankommen? Wir haben die Dingens nicht dabei. Hier haben wir kaum noch Muni. Oh, Dreck, ey. Warte mal, wir haben noch ein paar Granaten am Start. Scharfschützengewehr bringt uns da einen Scheiß. Vielleicht das gute Stück hier, ich weiß es nicht. Zum Glück haben wir gespeichert. Das könnte was werden. Hä, was? Ich habe doch die Granaten ausgerüstet. Was soll das? Ja, lad erstmal in Ruhe nach, kein Problem. Boah. Doch, das wird was locker. Brauchen wir gar keine Minigun für. Mein guter alter Freund, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. War es nicht in Concord, als wir uns das letzte Mal begegneten? So. Das Viech in legendärer Variante, ne? Das wird auch noch lustig. Todeskrallenklaue. Das Ding werden wir übrigens behalten. Weil, soweit ich weiß, können wir aus dem Ding diese Nahkampfwaffe, die wir da mal bekommen haben, ne? Von dem Swan war das, glaube ich. Das Ding können wir, glaube ich, aufrüsten mit der Todeskralle. Ne? Das steht ja manchmal. Felsige Höhle. Das steht ja manchmal im Ladescreen. Virgil's Labor. Okay. Ist er hier drin vielleicht sicher vor Strahlung? Oder ist er kein Mensch? Selbstschussanlagen. Ich glaube, das ist gekoppelt. Ach du Scheiße. Ich habe keine Ahnung, ob die Dinger losgehen. Ich schütze und diene. Halt. Ganz langsam. Keine plötzlichen Bewegungen. Du bist vom Institut. Also, wo ist Kellogg? Na? Will sich wohl an mich ranschleichen, während du mich ablenkst? Keine Chance. Ich bin nicht dumm. Mir war klar, dass sie ihn schicken würden. Drohen hier, um zu reden, Virgil? Immer mit der Ruhe. Bist du Virgil? Du weißt genau, dass ich das bin. Was willst du hier? Er ist übrigens grün.
wollte ich mal gesagt haben. Was zum Teufel bist du? Deine erste Begegnung mit einem Supermutanten, was? Hattest wohl ein behütetes Leben. War nicht wirklich meine beste Idee. Aber ich musste zu diesem Monster werden, um... naja, um hierher zu kommen. Immerhin konnte ich einige der Nebenwirkungen vermeiden und bin noch bei Sinnen. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Warum bist du hier? Was willst du? Er war offenbar mal ein Mensch. Und klar, hat sich mit dem Virus infiziert, um zu einem Supermutanten zu werden, da die mehr Strahlung abkönnt. Schlaues Bürschchen. Kannst du helfen? Spielt keine Rolle. Institut. Warum sind wir hier? Ich suche nur nach Informationen über das Institut. Das Institut? Also haben sie dich geschickt, nicht wahr? Du arbeitest mit Kellogg zusammen. Das wäre schön. Du bist ein Feigling, entspann dich. Angst vor Kellogg, hab mich drum gekümmert. Ich glaube, wenn wir sagen, hab mich drum gekümmert, sagen wir ihnen, dass wir ihn schon getötet haben. Kellogg ist keine Gefahr mehr. Ist tot? Lüg mich nicht an. Das ist die Wahrheit. Wir haben ein bisschen ihn nicht mal überreden, krass. Schwer zu glauben, keine Zeit dafür, lüge nicht. Er ist tot, ob du es nun glaubst oder nicht. Das ist zweifellos schwer zu glauben. Kellogg war gnadenlos. Das Institut hat ihn nicht ohne Grund so viele Jahre die schmutzigen Jobs erledigen lassen. Ich wusste, dass sie ihn schicken würden. Wollte vorbereitet sein. Aber ich wusste trotzdem nicht, ob ich das packe. Also hast du... Du hast ihn getötet, was? Was willst du nun von mir? Warum gehen ungeduldig, kein Idiot? Du bist entkommen. Ich versuch's mal. Warum hast du das Institut verlassen? Ich weiß, dass du von dort kommst. Du weißt von der Flucht? Aber wie? Nein, das spielt keine Rolle. Ich gehe nicht zurück. Kann nicht zurück. Schau mich nur an. Was machst du hier überhaupt? Was willst du? Institut braucht Informationen auf Tsuyama. Entspann dich. Er soll sich erstmal ein wenig entspannen. Ganz ruhig. Ich will nur wissen, wie ich da reinkomme. Moment, was? Ist das dein Ernst? Du willst ins Institut? Bist du bescheuert? Abgesehen davon, dass es unmöglich ist. Selbst wenn du es schaffst, würdest du so gut wie sicher auf der Stelle draufgehen. Aus welchem Grund solltest du bitte ein solches Risiko eingehen? Das spielt keine Rolle. Sie haben jemanden entführt, mein Sohn. Ich suche nach meinem Sohn. Das Institut hat ihn entführt. Oh. Oh nein. Ich hatte ja keine Ahnung. Tut mir leid. Ja, das Institut hat früher schon Leute aus dem Commonwealth entführt. Wenn es auch deinen Sohn erwischt hat, dann verstehe ich, warum du dorthin willst. Ich kann dich da reinbringen, aber nicht ohne Gegenleistung. Kein Problem. Du hilfst mir, ich helfe dir. In Ordnung. Wenn ich dir helfe, musst du etwas für mich tun. Vor meiner Flucht arbeitete ich an einem Serum, das diese Mutation rückgängig macht. Es könnte mich wieder normal machen, verstehst du? Hol es bitte für mich aus meinem alten Büro, wenn du es da reinschaffst. Ich würde sagen, das ist eine angemessene Gegenleistung. In Ordnung, dann lass uns über die Details reden. Fangen wir von vorne an. Weißt du, wie Sünds das Institut betreten und verlassen? Teleporter. Ja, die verwenden so einen Teleporter. Sieh an. Von dem wissen nicht viele, das ist ziemlich geheim. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Er wird gemeinhin als Molekulartransmitter bezeichnet. Ich verstehe nicht wirklich, wie er funktioniert, aber er tut es. Entmaterialisiert dich an einem Ort und materialisiert dich an einem anderen. Hört sich verrückt an, ist aber wahr. Der Transmitter ist der einzige Ein- und Ausgang des Instituts. Verstehst du? Der einzige. Und das heißt, dass du ihn verwenden musst. Also, hast du je einen Institutsrunner gesehen? Ich glaube ja. Wir hatten schon einige von denen gesehen, ne? Das sind ja... Die sehen ja auch aus wie normale Synths. Ne, Synth Runner oder so hießen die, glaube ich. Aber wir können ja trotzdem mal nachfragen. Ein Runner? Was ist das? Noch ein Geheimnis des Instituts.
Runner sind Söns des Instituts, die nur einen Zweck haben. Sie sind Jäger. Wenn ein Einsatz in die Hose geht oder ein Sünd vermisst wird, dann schicken sie einen Runner. Sie sind sehr gut darin, was sie tun. Und du musst einen von ihnen erledigen. Wir haben schon viele von denen erledigt. Klingt nach Selbstmord unsicher. Warum? Warum muss ich einen töten? Weil du ins Institut willst. Schon vergessen? Sie sind deine Eintrittskarte. Jeder Runner verfügt über besondere Hardware, die direkt mit dem Transmitter des Instituts verbunden ist. Du brauchst diesen Chip in ihrem Kopf. Aber dafür brauchst du erst einen Runner. Ich weiß allerdings nicht genau, wo man einen findet. Sie haben mir keinen auf den Hals gehetzt. Und hier herumzusitzen ist wohl auch keine Lösung. Du musst Jagd auf einen machen. Ich kann dir sagen, wo du am besten anfängst. Und dir auch helfen. Aber die Drecksarbeit musst du selber erledigen. Was soll ich machen? Genervt, raus damit, okay. Was muss ich tun? Hör zu. Der primäre Einstiegspunkt der Runner sind die CIT-Ruinen, direkt über dem Institut. Dorthin solltest du gehen. Der Transmitter erzeugt recht heftige Interferenzen im gesamten EM-Spektrum. Dein Pip-Boy hat ein Radio, nicht wahr? Stelle es in den Ruinen auf den unteren Frequenzbereich ein. Und du wirst die Interferenzen hören. Folge dem Signal bis zu einem Runner. Dann musst du nur noch nicht draufgehen. Ich sage es dir ganz offen. Deine Chancen stehen schlecht. Aber wenn du es schaffst, denk an das Serum. Ich brauche es dringend. Ich hoffe wirklich, dass du findest, wonach du suchst. Das Serum. Abgeschlossen, das leuchtende Meer. Jo, okay. Red Skorpionfleisch. Da hat er sich also versteckt. Aber ich mag ihn, er hat Katzenbilder. Deswegen bin ich auf jeden Fall schon mal auf seiner Seite. Und auch nur deswegen natürlich. Ein Protektron hat er auch am Start. Ach übrigens, ich habe es noch gelesen, ne? Das DLC Automatron, ne? Oder wie das hieß, das holen wir uns natürlich noch. Das holen wir uns natürlich noch, ganz klar. Ne, für die auch auf Twitch manchmal dabei sind, ne? Wenn wir nicht gerade Minecraft machen, gibt es die Möglichkeit, da auch ein bisschen was dran zu geben an die DLCs, quasi so eine Community-Spendenaktion. Und ja, es haben sich auch schon ein paar beteiligt und ich kann mich da gar nicht genug bedanken an der Stelle. Freut mich immer wieder. So. Wir sind tatsächlich am Arsch der Welt angekommen. So sieht er also aus. Begib dich zum CIT. Wir waren ja da schon fast. Hier ist das College-Rechtsbüro, hier ist das CIT. Okay, machen wir sofort. Erstmal, wir müssen ganz dringend, tut mir das sehr leid, wir müssen ganz dringend unsere Rüstung reparieren, weil die schon ziemlich runter ist. Und wir müssen auch Zeug ablegen. Da gehen wir natürlich erstmal kurz nach Hause. Ist ja nicht weit, sind ja nur vielleicht irgendwie 100.000 Kilometer. Ist ja überhaupt kein Problem, denn wir können uns auch teleportieren, nur das Problem ist, die Zeit läuft weiter. Das ist der einzige Nachteil dabei. Und wir können übrigens auch ein paar Sachen brutzeln, vor allem hier die Red Skorpion Sachen und so. Da haben wir ja ein bisschen was bekommen. Freue ich mich schon drauf. Das sind sehr seltene Sachen. Und natürlich das Todeskrallending. Oh, ist das schön. Moin. Willkommen zu Hause. Oh. Erstmal den Schweiß abwischen von dem guten Teil. Herstellen. Was? Okay. T reparieren. So, ich gehe hier wieder durch. Huch, wollte ich gar nicht. So, dann ziehen wir natürlich auch schon mal an. Und dann gucke ich nochmal. Modell D, E können wir nicht, weil... Ah, Rüstmeister. Okay, Rüstmeister. Vielleicht können wir das nächstes Mal machen. Also, sobald wir ein Level-Up haben, meine ich. Militärlackierung, Voltec-Lackierung. Was bringt das hier? Erhöht das Charisma. Das ist eigentlich super, weil uns das beim Überreden hilft. Ohne Aufklärungssensor. Bei Verwendung des Zielfernrohrs werden Feinde auf dem Kompass markiert. Wärtsmatrix erhöht die Wärtstrefferchance. Erhöht die Intelligenz. Entfernt Strahlung aus konsumiertem Wasser und konsumierter Nahrung. Dann gibt es noch Sensoren. Erhöht die Wahrnehmung.
Das Visier markiert lebende Ziele. Helmlampe, blau, lila, Vault Boy. Okay, ja, das ist eigentlich scheißegal. Rot, taktisch. Was taktisch bringt, weiß ich auch nicht. Hell, fügt eine helle Helmlampe hinzu. Das machen wir mal, die kann ruhig ein bisschen heller sein. Cotsworth hat das geliebt. Oh, Alter, pfeift mir doch nie so ins Ohr. Bei Verwendung des Ziels erhöht die Intelligenz. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Hey, da kriegen wir doch mehr Erfahrung. Schwierig. Strahlungsfilter. Brauchen wir, glaube ich, nicht, weil wir meistens eigentlich Sachen dabei haben. Ich nehme mal die interne Datenbank. War sie auch das Richtige? Ja. Dann der linke Arm. Ohne extra, was können wir da noch machen? Eigentlich gar nichts. Erhöht den waffenlosen Schaden, waffenlose Angriffe, na 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 na. Bei den Armen können wir auf jeden Fall nichts machen. Bei den Beinen vielleicht. Ohne Extras. Ah, hier. Kalibrierte Stoße. Erhöht die... Ah! Erhöht die Tragekapazität. Nice. Kinetische Servos. Beschleunigt die Regeneration deiner Aktionspunkte, wenn du dich bewegst. Verringert die Aktionspunktekosten beim Sprinten. Erhöht den Schadensradius von Einschlaglandungen. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Erhöht die Tragekapazität oder erhöht die Sprintgeschwindigkeit, kostet sie auch zusätzliche. Ich mach das hier. Tragekapazität gefällt mir sehr gut. Rechtes Bein machen wir natürlich genau das gleiche. So. Dann, kalibriert. Die Arme können wir nichts machen momentan. Der Torso. Blutreiniger. Reduziert die negativen Effekte von Chems. Boah, Alter, was kannst du denn da alles machen? Ah, hier, Jetpack. Stealth Boy, aktiviert Tarnkappe, solange du geduckt bist. Brauchen wir Wissenschaft 4. Wissenschaft 3. Beschleunigt die Regeneration deiner Dingenspunkte. Bei weniger als 20% natürlich dein Tempo. Erhöht Stärke. Aktionspunkte werden bei Maladen von Schaden aufgeladen. Stimpunkte. Erkennt während des Kampfes Treffer und verwendet automatisch ein Stimpack, wenn die Gesundheit niedrig ist. Geil. Wirft 50% des Nahkampfschadens zurück auf den Angreifer. Tesla-Spuren fügt Gegnern in der Nähe Energieschaden zu. Und Jetpack ist klar. Können wir leider nicht machen. Was habe ich mit den Beinen? Achso, die hatten wir ja hier. Bin doof. Cool. Okay. Sehr schön. Ich habe übrigens gelesen, dass wir angeblich noch Teile haben sollen für eine Powerrüstung. Ich weiß aber nichts davon gerade. Ich lage erstmal kurz ein. Vielleicht können wir das ja hier bei Kleidung finden. Tatsächlich, hier haben wir noch ein Torso. Das ist auch das einzige. Vielleicht können wir den aber schon mal anbringen. Transfer. Herstellen. Ah, okay. Got it. Nein, war doch richtig. Da standst du auch, Mensch. Öppel. Nochmal herstellen. Da, jetzt können wir hier nämlich ausrüsten, so. Dann machen wir natürlich Modell D gleich draus. Unbehandelt. Machen wir hier auch die Minuteman-Lackierung. Oder erhöht die Beweglichkeit. Erhöht die Stärke, wenn alle Teile Lackierung haben. Erhöht das Charisma, wenn alle... Okay, jetzt Vortec. Explosionsschutz. Titanverkleidung. Bleiverkleidung. Prisma-Abschirmung. Winteranstrich. Da gibt es eine Menge cooler Sachen. Erhöht die Stärke. Machen wir Minuteman, so wie wir es auch bei dem anderen haben. Wir sind ja Minuteman. Der Minutenmann. So, können wir noch was weglegen? Von den Waffen. Fällt mit Gamma-Kanonen haben wir 3 Stück. Da brauchen wir auf jeden Fall... Nee, bist du wahnsinnig alles nehmen. Da brauchen wir auf jeden Fall nicht so viele. Ich nehme mal eine mit. Impulsmine. Hier, das Ding haben wir noch gar nicht in den Favoriten. Aber die gebe ich auch nicht her. Kleidung haben wir nicht. Hier haben wir jede Menge. Ah, dann würde ich eigentlich gern erstmal verarbeiten. So. Herstellen. Boah, wir können irgendwie alles herstellen gerade. Blutkäfersteak. Nice. Erhöht sogar die maximale Gesundheit. Eichhörnchen am Stiel. Gebackene Blähfliege. Geil. Gegrillte Red-Kakerlake. Nom 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 nom. Gegrillter Red-Hirsch. Der ist immer gut. Gekochtes Weichschalenfleisch.
Köterkeule. Leguan am Stiel. Maulwurfsrattenhappen. Meierlörkuchen. Atme für 30 Minuten unter Wasser. Ich mach da mal einen von. Das kann vielleicht nicht schaden. Red Skorpion Eieromelette. Heilt alle Abhängigkeiten. Das können wir eigentlich hier lassen. Energieresistenz für eine Stunde. Todeskrallensteak. So, Getränk können wir nicht machen. Für Gemüsestärke könnten wir herstellen. Für Kleber, Mutabeere, Tato, Mais, aufbereitetes Wasser. Können wir eigentlich mal machen. Tun wir ein bisschen Kleber, ist ja nicht verkehrt. Boah, Alter, wie viel Erfahrung kriegen wir dafür? Alter, da kannst du ja voll leveln mit. Eigentlich hätten wir die Power-Rüstung anziehen müssen. Dann hätten wir noch mehr bekommen. So, die Gemüsestärke haben wir wahrscheinlich dabei. Kann ich T drücken? Ja. Butterbiere entfernt. Das ist wahrscheinlich, ist die Gemüsestärke eigentlich jetzt noch hier oder ist die weg? Ich glaube, die ist weg. Folgendes. Ich gehe jetzt hier nochmal ganz kurz bei den Hilfssachen bei, durch. Die haben wir noch nie verwendet. Die sind auch sehr overpowered, finde ich. Boah, Alter, was du damit regenerieren kannst, ne? Die wilden Teerbeeren, die können wir weglegen. Verstrahltes Blut lege ich auch mal weg. Todesgrallensteak behalten wir. Tato Stimpack natürlich behalten wir. Das behalten wir. Schlammbohnen, die können wir weglegen. Tato kann auch weg. Ribeye Steak behalten wir. Right away natürlich. Ratskorpionsteak, das hier genau, das kommt mal weg. Psycho, Nuka-Cola, Quantum, Nuka-Cola, Nudelschal. Schal, ja, Nudelschal, genau. Ich habe voll Nudelschal um. Ich kann eigentlich auch erstmal weglegen, oder? Nee, behalten wir lieber. Mutantenhundekeulen, die behalten auf jeden Fall. Meierlörk-Kuchen, da haben wir sogar zwei schon. Meierlörk-Eier-Omelette, Meierlörk-Ei, legen wir weg. Melone haben wir hier noch. Mentats, Maulwurfs, Rattenhappen. Leguan-Suppe, die wiegt sehr viel, fällt mir gerade auf. Köterkeule haben wir 24 Stück, nicht schlecht. Können das bringen eigentlich. Karottenblume kann weg. Geröstetes Meierlörkfleisch. Hier haben wir das gleich nochmal weich. In weich. Bläfliegebuffer. Bläfliegenfleisch kommt weg. Blutkäfersteak. Aufbereitetes Wasser. Das lege ich auch erstmal rüber. Hier haben wir noch die Blüten. Bei denen weiß ich nicht genau, ob man da huch, noch irgendwas machen kann. Ich glaube, ich habe gerade ein Blutkäfersteak rübergelegt. Blutkäfer. Oder? Ah ja doch. Habe ich. So, haben wir hier noch was zu... Ah ja, ein paar Kronkörkchen. Munition wieder. Gamma-Kanone. Hier ist unser Flammenwerfer. Wo ist denn... Warte mal. Oh scheiße, wie hieß das Ding nochmal? Das war eine legendäre Waffe. Nee. Powerfaust. Genau so hieß das Ding. Moment. Moment. Wo ist es denn? Hier. Powerfaust durchdringend. Schade, können wir leider nicht. Heizspule. Hä, ich dachte, man kann dann hier irgendwie mit der Todeskrallenkralle das Ding noch aufwerten. Oder können wir das erst später? Ich weiß es gar nicht. Hallo? So, okay. Dann haben wir wieder ein bisschen was. Sind wir wieder ein bisschen was losgeworden. Wir haben jetzt 284 im Gewicht. Mal gucken, ich steige hier mal wieder rein. Hey, Kotzi, ey. So, 460. Und ohne haben wir 380. Okay, es lohnt sich auf jeden Fall schon. So, müssen wir hier in unserer Siedlung noch was machen? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich ist alles im grünen Bereich. Boah, wir wurden noch nie angegriffen. Ich finde das ein bisschen langweilig, muss ich ehrlich sagen. Ich würde mich freuen, wenn wir auch mal angegriffen werden, damit sich hier unsere Verteidigungsanlagen auch mal irgendwie... dass sie auch mal was zu tun kriegen. Aber wahrscheinlich werden irgendwann mal andere Siedlungen von uns angegriffen. Hat hier eigentlich Kollege Querhut noch irgendwas für uns? Wo ist er überhaupt? Habt ihr doch eben gesehen.
Wo ist der Kollege Querhut? Der liebe Preston? Pressi? Hier läuft es richtig gut, was? Aber ich bin nicht allein dafür verantwortlich. Ja, ja, ist mir klar. Wo ist Preston? Bist du Preston? Muss arbeiten. Keine Zeit zum Reden. Oh. Hier ist schon wieder die Bierversammlung. Moin. Ja. Aber auch hier ist irgendwie harte kein Preston. Arbeit, wie jeden Tag. Preston, Preston patrouilliert eigentlich meistens irgendwo mit seiner Knifte rum. Mich wundert. Deswegen gehe ich hier gerade schon so ein bisschen die Häuser ab. Ob er sich irgendwie hier vielleicht irgendwo reingegangen oder so. Bist du Preston? Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, guck's dir an. Da wird alles von Robotern betrieben. Grey Garden? Weiß ich gar nicht, wo es ist. Mal schauen. Ist hier irgendwo ein Pressy? Da ist auf jeden Fall unser Hundi. In unserem Haus. Auch wie süß. Wir müssen ihm unbedingt mal eine Hundehütte bauen eigentlich, ne? Warte mal. No. Hey! Brüll an. Egal, tauschen, alles in Ordnung. War das okay, Junge? Oh. War das okay, Junge? Hundi reagiert nicht. Hundi will wieder mitkommen. Komm, wir bauen ihn jetzt mal eine Hundehütte. Ich muss nur rausfinden, wo er ist. Wahrscheinlich unter Strukturen sonstiges oder so. Homemaker. Kugelbahn, Aufzüge. Was? Aufzüge? What? Nie im Leben, Alter. Wie geil ist das denn? Wir können selber Aufzüge bauen. Nice. Okay, wollte ich jetzt aber gerade gar nicht. Tut mir leid. Ich wollte eigentlich Holz. Vielleicht hier sonstiges. Hundehütte. Oder zählt das zu irgendwas anderem? Dekoration vielleicht? Auslagen, Bodenbelege. Ich glaube, da können wir uns dumm und dämlich suchen. Auf jeden Fall brauchen wir das. Ich will doch nur eine Hundehütte. Oder ist das vielleicht ein Möbel? Vielleicht unter Betten oder so? Vielleicht? Ja, das möchte ich unbedingt haben. Leider nicht funktionsfähig. Da braucht man andere Mods für. Ich habe keine Ahnung, wo man das finden könnte. Ich weiß, dass man es bauen kann, aber wo? Treppen, Dächer, Wände, Böden, Fertighäuser, ja, hm. Ich habe keine Ahnung, wo man das finden könnte. Kein Plan. Leider. Okay. Jäger, Gejagter, begib dich zum CIT. Ich überlege, ob wir jetzt das schon machen oder ob wir hier vielleicht erstmal die anderen Sachen... Weißt du was, wir pausieren jetzt mal wieder die Hauptquest ein bisschen. Wir sind jetzt schon so lange an der Hauptquest wieder dran. Da pausieren wir jetzt mal ein bisschen und machen mal wieder die anderen Sachen. Wir haben noch so viel irgendwie offen. Da wird es langsam eigentlich mal wieder Zeit, dass wir irgendwie uns an was anderes ransetzen. Aber das machen wir dann in den nächsten Folgen. Für diese Folge bedanke ich mich erstmal ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, dann wieder bei Fallout 4. Bis dahin sage ich erstmal See ya und bis zum nächsten Mal.